Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem vierten Hirschfeld-Tiburtius-Symposium, das vom Dentista-Verband veranstaltet wird. Und haben festgestellt, dass Vitamin-C-Mangel eine Antibiose, herausnehmbarer Zahnersatz, aber auch schlechte Mundhygiene, dass das alles Faktoren sind, die zusammenwirken können, wenn man eine orale Candidiasis entwickelt. Ja, und da haben wir es. Keine eindeutige Assoziation zwischen Rauchen und Xerostomie. Der Zigarettenkonsum ist aber mit der Xerostomie am Tage verbunden, aber er ist nicht assoziiert mit der nächtlichen Xerostomie und mit der Inzidenzrate der Xerostomie. Dann können wir gar nicht verstoffwechseln. Ja, das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, weil wir haben mit zunehmender Wegeslänge eine allmähliche Zunahme von einer Darmflora, das heißt, die ist hier noch relativ gering, weil wir haben noch ziemlich viel Säure aus dem Magen, nimmt allmählich zu im Dünndarm und erreicht dann praktisch ihre Spitzenwerte im Dickdarm. Und diese Darmflora ist total sensibel auf pH-Werte. Feminine Lebensmittel sind generell eher die Ernährung für Kinder, für Alte, für Invalide. Das klingt jetzt hart, das hat aber was damit zu tun, Gesundung im Endeffekt. Ne, das ist also eine Sache, hier geht es um die gesunde Ernährung. Entweder einen jungen Menschen groß zu ziehen oder einen alten Menschen möglichst lange gesund zu erhalten.